Hey Leute, das ist ganz Hyam. Willkommen bei WTN Germany. Bernhard Krone, der langjährige Inhaber der Krone-Gruppe, ist am 14. Oktober 2022 im Alter von 82 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit im emsländischen Spelle verstorben, teilte das Unternehmen mit. Der leidenschaftliche Familienunternehmer hat durch sein langjähriges Wirken die Nutzfahrzeugbranche entscheidend mitgeprägt. Der Kontakt zu den Kunden, das persönliche Gespräch mit den Menschen der Branchen lagen ihm dabei stets ganz besonders am Herzen. Bernhard Krone galt als visionärer Macher. Fortwährend entwickelte er das Unternehmen weiter und traf wegweisende Entscheidungen zur Diversifizierung der Krone-Gruppe. So entwickelte er Produkte und stellte Weichen, bevor er sich 2010 offiziell aus dem operativen Geschäft zurück. Hey guys, this is Ghanshyam. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.